So, hier mal gemütliches Einrollen. Die ersten 11 Kilometer haben wir schon hinter uns. Und weiter geht's Richtung Schrofenpass. Aufstieg Richtung Schrofenpass. Es geht schon ganz knackig bergauf. Aber Traum. Panorama, Traumwetter. Buchrainer Alpe. Ja, 20 Kilometer ab Oberstdorf Hotel. Noch kein Schrofenpass zu sehen. Ja, Fotostopp von den Bikern. Das. Anfahrt, Anfahrt, Anfahrt. Mittlerweile 22 Kilometer. So, jetzt wird es langsam ernst. Jetzt zur Sache. Puls steigt. Jetzt schieben. Den kommen wir. Schiebehilfe, ganz schön steil fürs Fahrrad. Nur mit, wenn du die Schiebehilfe drückst. Nein, nicht gut. Aber halt, ich muss. Ja. Danke. Danke. Kannst du? Aber es kommen natürlich immer wieder irgendwelche speziellen Hindernisse. Sollen wir lieber mit helfen machen eigentlich? Oh Scheiße. Ja, mein Hinterrad ist schon abhang. Du, Jörn? Ja, kann jetzt seins auch nicht abhang. Ich halte es jetzt erstmal. Achtung!
Im Moment fehlt mir noch ein bisschen der Skill. Was machst du? Achso, Tor! Sorry, habe ich jetzt nicht kapiert. Ich habe dich nicht verstanden. Geht's? Danke. Oh! Schrofenpass überstanden. Abfahrt war auch ganz schön schwierig. Vorarlberg. Gerade sind wir irgendwo irgendwas von Südtirol gelesen. Ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Egal. Sind wir im Lech angekommen? Oder weiter? Wir sind noch richtig, oder? Kannst du schlecht ablesen. Ja, ein Hotel am anderen. So, der langsame Aufstieg zur Freiburger Hütte. Oh, ganz nett gemacht. Mit Steg. Oh, mal wieder anhalten.
etwa 5 Kilometer Aufstieg zur Freien. Für die Straße entschieden, die nur mit Bus. Der Trail, der links vom Bach entlang geht, teilweise schwierig zu fahren. Und jetzt gegen Abend wollen wir keine Experimente mehr eingehen. Ankommen heißt die Devise. Geniales Panorama hier. Es geht könnte ja da vorne vom Mariensee schon sein. So, vom Mariensee und links haben wir bald einen Traumblick. Unser Tagesziel.